Hallo meine lieben Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Wir beschäftigen uns in diesem Teil damit, diese Kommunikationsmöglichkeit mehr oder weniger, die wir im letzten Teil aufgebaut haben, also SSH, etwas zu erweitern. Wir können ja jetzt uns mit SSH verbinden, beziehungsweise haben jetzt einen SSH-Server oder Dienst am Raspberry Pi gestartet. Aber das bringt uns eben nur die Kommandozeile. Raspbian hat natürlich auch eine grafische Benutzeroberfläche, also eine GUI. Die wollen wir natürlich auch verwenden. Deswegen werden wir jetzt gleich ein Programm installieren, das es bewerkstelligt. Wir sehen hier ist auf dem Desktop, habe ich mir schon zurechtgelegt, die PuTTY, das Programm PuTTY. Das ist ein ziemlich cooles Programm, das man eigentlich immer wieder braucht. Man kann sich damit eine RAW Connection aufbauen mit Telnet, AirLogin, SSH oder einem Serial Port mit einem Host praktisch verbinden. Wir wollen hier SSH natürlich und geben die jeweilige IP-Adresse vom Raspberry Pi ein. Ich hoffe, meine Tastenanschläge hört man nicht zu laut. Gut, wir drücken Enter und wenn alles richtig gemacht wurde, sollte jetzt hier stehen Login als Doppelpunkt. Hier geben wir logischerweise unsere Anmeldedaten an, also in unserem Fall Pi und Raspberry und sehen hier diese Willkommensnachricht. Gut, das ist natürlich noch ziemlich langweilig, ich meine, wir können jetzt hier auf dieser Kommandozeile herumfuhrwerken, was wir möchten, aber die grafische Benutzeroberfläche ist natürlich gerade für einen Umsteiger von Windows um einiges interessanter. Deswegen werden wir uns mal daran setzen, das zu realisieren. Wir brauchen für den Remote Desktop, also es gibt unter jedem Windows-Rechner ein voreinstelltes Programm, das heißt Remote Desktop-Verbindung, man muss praktisch nur Startmenü und nach Remote suchen, da findet man es eigentlich. Und da kann man dann sich mit einem anderen Computer verbinden. Das wird sehr oft auf Windows-Servern verwendet, dass man einen Terminal-Server praktisch hat und die Clients verbinden sich auf diesen Server und arbeiten auf dem. Wir verwenden das jetzt hier mit unserem Raspberry Pi, das wird jetzt hier natürlich nicht funktionieren, weil das Programm noch nicht installiert ist. Aber das werden wir jetzt ändern, nämlich mit dem folgenden Befehl. Sudo apt-get install xrdp, so heißt das Programm, das wir installieren möchten. Mal das Programm erklärt, sudo, ich weiß nicht, ob ich das schon erklärt habe oder nicht, ich glaube nicht, ändert praktisch die, das sind nur für diesen einen Befehl die Berechtigungen auf rot. Das ist nicht immer aktiviert, nicht bei jedem System, aber hier beim Raspberry Gott sei Dank schon. Und deswegen können wir einfach Befehle als rot ausführen, indem wir sudo davor setzen und müssen dann auch kein Passwort eingeben oder so. Dann der nächste Teil apt-get, apt ist der Paketmanager von Debian-basierten Systemen, was ja Raspbian ist grundsätzlich. Und der muss einfach verwendet werden, oder der kann verwendet werden, um Pakete zu installieren, auf einfachem Wege. Dann Install sollte jetzt ziemlich klar sein, das bedeutet einfach eine Datei holen, also ein Paket holen und installieren, und xrdp ist logischerweise der Name des Programms. Das ist ein RDP, also Remote Desktop Protocol Server, der eben den X-Server, deswegen heißt es XRDP, ja, auf dem Remote zur Verfügung stellt praktisch. Ich drücke jetzt mal Enter und wir schauen zu, wie das installiert. Dann sagen wir gleich ja, noch nicht. Das dauert immer ein bisschen. Offensichtlich muss ich nicht ja sagen. Normalerweise bekommt man dann hier zur Auswahl, ob man es installieren möchte, ja oder nein. Das ist wahrscheinlich, weil ich es vorher schon einmal installiert habe. Ja, da muss man dann einfach eben ja eingeben und dann, also ein J, ein großes, oder ein Y, wenn es Englisch ist. Und dann wird das Ganze installiert. Gut, es ist schon hier gestanden, okay, Starting Remote Desktop Protocol Server, XRDP Assessment. Sehr gut, das bedeutet theoretisch sollten wir schon Zugriff haben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich habe jetzt hier
bei Remote Desktop-Verbindung einfach mal auf Verbinden gedrückt und habe gleich sofort dieses Fenster angezeigt bekommen und kann mich jetzt auch schon anmelden mit Pi und Raspberry. Sage ich okay. Da laufen dann einige Informationen runter. Das dauert ein bisschen. Wenn ich hier maximiere, kann ich das auch im Vollbild sehen. Und jetzt habe ich die grafische Benutzeroberfläche von Raspbian. Ja, jetzt noch einige grundlegende Dinge zur Benutzeroberfläche hier. Es liegen schon einige Programme am Desktop. Das sind zum Beispiel eine Python-Entwicklungsumgebung, ein Webbrowser, eine Wi-Fi-Konfiguration, ein Terminal-Emulator, das dauert immer ein bisschen zum Starten, dass wir eben Befehle auch am Remote-Desktop ausführen können. Shutdown, OCR-Resources ist, glaube ich, der Marktplatz von... Nein, das ist der Marktplatz. Keine Ahnung, was das ist. Nochmal Idle, Scratch, das ist so eine Programmiersprache, die in Volksschulen verwendet wird, um das Programmieren näher zu bringen. Das ist recht lustig, da kann man, kann sie vielleicht mal herzeigen kurz, da kann man eine Katze hin und her bewegen. Ich weiß leider nicht mehr so ganz, ja genau. Diese Katze hier kann man mit deutschen Statement oder was auch immer, eine Sprache, man spricht Statements praktisch. Das kann man so hier rüberziehen und dann, ja, ist recht lustig, aber nicht wirklich zielführend für das, was wir hier lernen wollen. Ich kann ja vielleicht einmal ein Video drüber machen. Ja, dann haben wir hier eben den Pi Store, wo man Apps herunterladen bzw. kaufen kann für den Raspberry Pi. Habe ich eigentlich noch nie verwendet. Aber er funktioniert offensichtlich. Man kann hier eben Dinge kaufen und herunterladen, wie in einem normalen App Store halt. Und dann ist hier noch ein kleines Handbuch zu Debian. Ja, zur Benutzeroberfläche noch generell. Wir sehen hier links unten den Startbutton, eigentlich wie bei Windows. Die Oberfläche heißt übrigens lx.de. Das ist eine leichte praktisch Umgebung, die nicht viel Speicher verbraucht, deswegen ist sie auch, und nicht viel Arbeitsspeicher und CPU-Last verbraucht, deswegen ist sie auch gerade im Raspberry Pi verbaut. Ja, wie schon gesagt, sehen wir hier eben das Startmenü wie bei Windows, ähnlich aufgebaut. Also wir haben hier Abmelden, wo man dann herunterfahren kann, Ausführen, einige Einstellungen und verschiedene Kategorien von Programmen, was ja im Windows nicht so realisiert ist. Dann haben wir hier einen Dateimanager, einen Webbrowser, alle Fenster minimieren, also praktisch Desktop anzeigen, das ist dieses Symbol rechts unten da bei Windows. Dann hat man zwei Desktop-Flächen, auf denen man separat arbeiten kann. Ich kann zum Beispiel hier ein Terminal aufmachen, auf der ersten Arbeitsfläche, und dann auf der zweiten Midori. Im Webbrowser, der dauert ein bisschen zum Starten, und kann dann praktisch parallel zwischen den zwei hin und her schalten. Eines der besten Features an allen Linux-Oberflächen. Dann hier weiter rechts sehen, also das ist dann eben die Fensterleiste, da werden einfach alle Fenster angezeigt, was gerade offen sind. Das hier ist ein, ich glaube, man kann den aufmachen auch. Ah, offensichtlich nicht, das ist ein CPU-Meter praktisch, der zeigt, wie viele Ressourcen gerade auf dem System verbraucht werden. Nebenbei sehen wir eine Uhr, die um eine Stunde falsch geht, sehe ich gerade. Dann Screen Lock, also den Desktop praktisch sperren und herunterfahren wieder. Ja, ich denke, das war so ziemlich alles, was man über die Benutzeroberfläche so wissen sollte. Ja, dann denke ich auch, nachdem dieses Video schon fast 10 Minuten lang ist jetzt, wird es mal Zeit, dass ich zu einem Punkt komme. Wir haben zwar nicht viel gemacht in der Folge, ich habe wie immer sehr viel geredet,
Ja, ich denke, ich werde es jetzt auch schon beenden, diese Folge. Wie immer wünsche ich euch noch viel Spaß mit eurem hoffentlich schon gekauften Raspberry Pi. Wenn ihr den noch nicht gekauft habt, tut sofort. Ich kann nur oft genug sagen, es ist eine super Anschaffung und es gibt nichts Besseres für Leute, die an Technik interessiert sind, als ein Raspberry Pi. Außer vielleicht, wenn es um Elektronik geht, ein Arduino. Aber wenn es generell um Computerwissenschaften und Programmieren und so geht, dann ist der Raspberry Pi auf jeden Fall außer Konkurrenz. Ja, also wie gesagt, noch viel Spaß beim Experimentieren. Und ich sage mal danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.